Ulrich Horstmann, womit wir morgen zahlen werden. Ulrich Horstmann hat bei uns im Verlag schon ein Buch gemacht. Das heißt, die Währungsreform kommt. Und was er jetzt in seinem neuen Buch macht, ist, sich anzugucken, was in der Zwischenzeit passiert ist. Momentan werden in der Politik irrsinnige Rettungspakete beschlossen. Die EZB, also die Europäische Zentralbank, kauft für irrsinnige Summen Ramschanleihen aus irgendwelchen Staaten auf. Und letzten Endes ist das, was passiert, dass Deutschland für alles bürgt. Also der deutsche Steuerzahler bürgt für Milliardenkredite, für irgendwelche Ramschanleihen, für irgendwelche absurden Immobilienblasen in den südländischen Ländern. Und Ulrich Horstmann guckt sich an, welche Folgen hat denn das Ganze? Was passiert denn, wenn wir den Leuten das Geld wirklich milliardenfach hinterher schmeißen? Was passiert denn, wenn eine Europäische Zentralbank, die eigentlich für die Stabilität des Euro sorgen sollte, das nicht mehr machen kann? Und er guckt sich vor allem an, wie das den kleinen deutschen Sparer beeinflusst, der jetzt plötzlich merkt, dass er plötzlich immer weniger Geld in der Tasche hat, weil die Inflation das Geld auffrisst, aber andererseits Milliardenkredite an andere Regierungen und Länder vergeben werden. Und er guckt sich vor allem an, was man dagegen machen kann und was man auf jeden Fall vermeiden sollte.